Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited World Red Colosseum. Bitte, bitte, Game. Bisschen leiser, dankeschön. So, und ich habe mal ein bisschen was an Belohnungen vorbereitet. Unter anderem, es reicht glaube ich, wenn wir das machen. Wir brauchen glaube ich knapp über 50 Gegner besiegen mit Shanks und mit Don Flamingo. Ja, ich glaube beide. Können wir uns gleich zwei Belohnungen holen? Oder kann es sein, dass bei Don Flamingo der Belohnung noch irgendwas fehlt? Das war, glaube ich, großes Aufwertungsworte oder sowas. Ich spiele halt mal wieder mit Kontaktlinsen. Ich brauche immer noch ewig, um die reinzubekommen. Aber, naja. Muss man halt trainieren, richtig? Immer noch viel zu laut. So. Immerhin, ich sehe wirklich, also, ja. Keine Ahnung. Ich verstehe so langsam, wieso ich so ein Problem mit Entfernungseinschätzung habe. Echt. Wenn ich mir vorstelle, wie viel größer ich mit den Kontaktlinsen alles sehe, das ist nicht mehr nett. Auch wenn das nicht unbedingt damit was zu tun hat, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich so immer sehen würde, hätte ich ein ganz anderes Gefühl von Größe und Detail. Da. Bam, bam. Au. Jujujujo. Können natürlich auch mal zu Mingo wechseln. Ach, ich liebe das. Sehr nice. Very nice. Indeed. Das dürfte für eine der beiden Belohnungen, glaube ich, schon reichen. Ich dachte, wir machen mal wieder ein bisschen Kolosseum. Müssen wir ja auch machen. Und für die Leute, die es nachschauen, macht es hier keinen Unterschied. Bam. Alle sind tot. Wer war das? Ah, das war das hier. Das Fliegen. Ja, doch. Mingo ist stark. Kann man nichts dagegen sagen. Aua. Natürlich muss ich auch richtig ausweichen. Aua. Und er hat schöne Fernkampfeingriffe. Das ist halt das richtig Coole. Man, diese Haki-Fäden. Na, ich schätze mal, dass die Fäden automatisch mit Haki versehen sind, damit sie so stark werden. Ansonsten könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, wieso die so stark sein sollten. Sind ja auch nur Fäden. Wuhu, wuhu. Mingo. Und wie sieht's aus? 1,37. Ich glaube, ich sollte mal einen Speedrun oder sowas damit aufstehen. Na, es geht ja schlecht. Es ist halt, bei zu random Sachen kann man keinen Speedrun machen. Ich meine, es gibt Leute, die es dann trotzdem machen, aber ich sehe das ein bisschen kritischer. Hey! Naja, das wollte ich nicht. Was? Ah, okay, ja genau. Da brauchen wir noch drei Siege mit Ace und Shinbei. Da brauchen wir nur noch einmal Akainu mit Ace besiegen, was wir jetzt auch relativ gut und wahrscheinlich sogar sofort machen sollen. Ja. Und stimmt, beim anderen brauchten wir auch noch eine Bedingung irgendwie. Ah ja, Buggy können wir auch noch was machen. Na, brauchen wir noch ein bisschen was. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Akainu mit Ace besiegen. Das klingt doch nach einem heftigen Duell. Machen wir mal normal, damit es nicht allzu lange dauert. Wir nehmen natürlich Ace-Kun-Senpai und nehmen als Gegner. Bei denen ist jetzt übrigens auch noch diese zwei Reds. Ich weiß nicht, ob es damals auch schon gab, wenn sich jemand noch an die Folge erinnern kann. Oder Eisdrache. Ich weiß nicht, ob man da von Anfang an alles hat. Keine Ahnung. Wo ist denn Akainu? Da. Schade, dass man hier Kizaru und Aokichi nicht spielen kann. Also Aokichi hätte man locker noch als spielbaren Charakter einbauen können, ich meine. Der hat jetzt auch keinen besonderen Spezialangriff oder sowas. Weiß nicht, wieso der nicht dabei ist. Vielleicht kommt er später noch mit per DLC oder sowas. Keine Ahnung. Nee, kommt er nicht. Ich weiß, es gibt nicht mehr arg viel DLC. Wir haben beinahe alles. Wenn nicht sogar alles. Man kann nicht mehr sicher. Na, ich glaube, wir haben sogar alles, ja. Akainu. Das wird ein Kampf, der noch in die Geschichte eingehen könnte. Leider bin ich nicht immun gegen sein Feuer. Aber man muss schon sagen... Nein, man muss ja höllisch aufpassen bei diesem Kampf. Der ist nicht leicht, das kann ich schon mal sagen. Wenn man da mal blöd getroffen wird... So, aber immerhin machen wir relativ viel Damage. Aua, ich hasse das. Ich vergesse immer, dass da noch eine zweite Attacke kommt. Ja, ich weiß, ich bin nicht jemand, der arg viel dazulernt. Bam, ich versuch's wirklich. Da.
Oh. Okay, wie sieht's aus? Aua. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Huch. So. Nee. Okay. Oh, das hasse ich besonders. Aua. Ich versuche da immer durch wegrennen, aber ich glaube, ausweichen ist da eindeutig besser. Nope. Und dann können wir ordentlich auf ihn draufhauen. Ich könnte auch versuchen, hier am Rand zu kämpfen. Dammit. Aber ich kann schneller wedeln. Ah. So. Bam, 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 bam. Jupp. Das ist immer noch stark, würde ich sagen. Ah. Aber so haben wir es auch bald. Ja, wir machen ihn wörtlich eigentlich dafür, dass er eigentlich sehr viel stärker als wir es ist. Relativ viel Damage. Bam, badam, badam. Aber anderweitig könnte sich Buggy ja auch hier nicht behaupten. Bam, bam. Buggys Stärke in Anime liegt da bisher eher. Bisher. Zeigt er seine Stärke eher durch Abwehr. Das wollte ich, glaube ich, sagen, ja. Akainu, yay! Damit müssen wir jetzt ganz viele Bosse besiegen. Aber das mache ich auch das meiste offscreen, nachdem ich ihn einmal euch gezeigt habe und so. Brauchen wir... ich schau mal kurz. Yes, ein neuer Charakter. Der natürlich verdammt stark ist, wie man es erwarten kann. Und es gibt... Duell. Okay, drei Battle Royals. Das möchte ich natürlich gerne freischalten. 25 Bosse zur Spezialangriffe. Buh. 3 Siege mit Ace und Shinbei, das ist machbar. Also nicht arg schwer. 20 mal Bosssturm. Abwehrmanöver, weiß ich immer noch nicht, wie ich den mit Chopper hinkriege. Buggy, Gegner, ja. Paar Bosse mit Don Flamingo. Ein Sieg mit Der Flamingo und Crocodile zusammen. Vertreibung mit Brook. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Da fehlen uns nur noch 50. Und dann brauchen wir noch einen Sieg ohne Schaden. Okay, gut. Versuchen wir das, oder? 50 Gegner und ohne Schaden zu nehmen. Das sollte machbar sein. Auf leicht. Ja. Mit wem kann man am besten ohne Schaden zu nehmen? Ha. Jemand mit Fernkampfangriffen. Robin. Und ich weiß nicht, ob auch... CPUs dazu zählen, das wäre ein bisschen unfair, aber es könnte theoretisch sein. Also lassen wir es mal. Machen wir es mal so. Okay, nachher dann das erste Mal Autofahren mit Kontaktlinsen, das wird witzig. Ich meine, das fühlt sich schon viel besser an als beim letzten Mal. Und wir haben natürlich Schuluniform, Robin. Okay. Gut, nochmal zurück. Oh. Verdammt, ich habe nicht lang genug gedrückt, glaube ich. Ja, Robin ist da auch nicht ganz leicht, aber mit Schuluniform, come on, das schaffen wir alles. Kein Problem. Sü. Bam, bam, badabadam. Aber selbst auf leicht ist das nicht unbedingt leichter. Nur muss man es nicht so lange durchhalten. Das ist halt das, der Vorteil. Deswegen rein von der Schwierigkeit her, ich meine, kein Schaden ist kein Schaden. Selbst ein kleiner Schaden ist schon Schaden. Was sehr logisch ist, aber muss man sich halt mal vor Augen halten. Bin heute irgendwie sehr gesprächig, glaube ich. Au. Okay. Wir müssen erstmal hier weg. Huch. Würde auch gerne einfach mal ab. Hier aufgeben können. Das wäre auch ganz nett. Nochmal. Aus, wie sieht's aus? Schneller. Leicht. Wäre Duell vielleicht da sogar leichter, wisst ihr das? Duell. Auf leicht mit Robin. Gut, ich könnte auch Gegner auswählen, aber machen wir mal Zufall. So pingelig möchte ich da jetzt auch nicht sein. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein Ding, was man nicht so leicht, nicht schaffen kann. Dann muss man so. Los geht's. Okay. Interessant. Wie sieht's aus? Bam.
Da ist natürlich Robin super. Und Robin hört sich irgendwie komisch an gerade. Ich meine, ich habe ihm gerade so viel Schaden gedrückt. Nope. Im Prinzip kann ich einfach da hinten bleiben. Offenbar, solange man hier bleibt. Hopp. Andere Richtung wäre vielleicht besser gewesen. So. Ich weiß, das ist vor deinem Körper. Oh, shit. Nee. Aber das geht eigentlich mit bei dem Boss. Also wenn das jetzt gerade nicht gewesen wäre. Das ist auf jeden Fall auch nicht so leicht. Dammit, wir hätten früher unser Special verwenden sollen, hätte es vielleicht geklappt. Interessant. Aber Robin sieht so absolut genial aus. Okay. Das war leider nichts. Let's try again, würde ich sagen. Anderer Boss. Zufälliger Boss. Oder sollen wir uns auf den Boss einstellen? Na. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir. Jo, das schaffen wir. Bam. Bam. So. Also möchte ich einfach nur schnell irgendwas auswählen. Je länger man braucht, um Kontaktlinsen einzusetzen, desto kratziger wird's. Oh, muss halt ab und zu ein bisschen ausputzen und so. Egal. Oh, das ist interessant. Den habe ich, glaube ich, noch nie ohne Schaden gekriegt, oder? Geht das? Nope. Wir müssen auf jeden Fall riesig aufpassen. Ja, das war's schon. Okay, nicht den. Nicht den Gegner. Huch. Falsche Taste. Verdammt. Okay. Nee, Rauferei fiel auf jeden Fall. Weiß nicht. Ah, da gibt's wieder diese Schusstypen, mit dem man auch wieder schlecht ausweichen kann. Hab ich gesagt, dass es einfach ist? Ich dachte eigentlich, dass es einfach ist. Gegen wen? Nee, Blackbeard war eigentlich recht gut. Ich fand, man konnte den gut besiegen, bis auf den einen Moment da. Also machen wir nochmal Blackbeard. Was soll's, wir haben unendlich viel Versuche Zeit. Und ihr freut euch ja über längere Episoden. Mohaha. Nein, wir schaffen das. Wir schaffen das. Immer positiv denken. Bosse haben immer ein spezielles Feld. Ja, macht Sinn. Okay, solange wir immer weit genug von ihm wegbleiben. Verdammt. Okay, man darf also nicht zu weit wegstehen. Interessant. So. So. Das gefällt mir nicht übrigens. Boah, das war, glaube ich, ein bisschen knapp. Und da muss man richtig aufpassen. Boah. Ah, shit. Das ist, ja. Eine coole Herausforderung, die ich mir gerne stelle. Wenn es nur nicht so lang gehen würde, ich würde gerne den Kampf sofort wieder neu beginnen. Das würde sehr groß helfen. Wir können auch mal einen anderen Boss versuchen, aber ich dachte eigentlich, dass ich da relativ Kontrolle drüber habe. Deswegen sollten wir wahrscheinlich schon bei einem Gegner bleiben. Toll. Blackbeard direkt neben Whitebeard. Okay. Let's start this madness. Duel. Okay. Ich pass erstmal auf hier. So. Nochmal. Ich glaube, der einzige Moment, wo ich wirklich, ja, bewusst keine Attacke machen darf, ist hier. Oh. Ich sehe halt nicht, wo irgendwas. Ja, okay. Wenn man die Attacke macht, kann man nichts mehr machen. Vielleicht soll ich es mit einem anderen Gegner versuchen. Ace wäre auch noch ganz gut, oder?
Das heißt, Gegner mit einem anderen Charakter versuchen. Ace wäre noch ganz gut, denke ich. Ja. Ha. Dammit! Ich dachte, das wäre einfacher irgendwie. Aber keinen Schaden zu kriegen ist wirklich ein bisschen schwer. Da. So, probieren es nochmal gegen Blackbeard, weil ich dem sein Muster eigentlich so ziemlich kenne. Nicht unbedingt gut beherrsche, wie ihr seht, aber kenne zumindest. Ja. Das sollte erstmal reichen. Duell. Yes, sir. Ready? Yep. Fight! Okay. Sieht's aus? Okay. Bam. Ich bleibe ja immer fokussiert auf einen. Oh shit. Tja. Okay. Funktioniert. Nein. Okay, was machst du? Nope. Das reicht, glaube ich, auch. Doch, es reicht. Super. Neue Felsen. Du kannst ruhig das hier nehmen, wenn du willst. Damit kann ich dich ein bisschen angreifen. Okay. Das darfst du ruhig machen. Bam. Black Hole. Wow. Wieso? Was? What? Das war jetzt aber zu schnell. Oh. Verdammt. Okay. Das erweist sich doch als etwas schwerer. Vielleicht cutte ich da das ein oder andere raus. Mal schauen. Weiter geht's. Noch ein Versuch. Ja, muss nicht jedes Mal speichern. Come on. Naja, mal eine Herausforderung. Eine Dings hier mit Robin. Einfach weil. Ja, gut, die Computergegner kriegen keinen Schaden. Also von dem her. Könnte das durchaus ein Vorteil sein. Nehmen wir einfach mal einen OP-Gegner noch mit. Flamingo. Ja. Gut. Probieren wir es mal so. Vielleicht geht das ja tatsächlich so. Ich würd mich jetzt nicht wundern, wenn sie das als Vereinfachung reingemacht hätten. Ich meine, gut, die kriegen ja wirklich keinen Schaden. Ich meine, es wird kein Schaden an denen ausgerichtet. Also soll es eigentlich okay sein. So, ich stelle mich jetzt erstmal ein bisschen weiter weg. Von allen Gegnern. Wow. So, alle mal ein bisschen hier betäuben. Hi. Nein. Okay, damit kann ich schon mal ein paar Leute töten. Ich muss wirklich aufpassen, aber ich denke mal, das dürfte funktionieren. Ja, jetzt sind nur noch, beinahe nur noch diese komischen. Was heißt komischen? Ja, mach die erstmal fertig, bitte. So, damit kriegen wir da mal wieder. Oh Gott, hier sind so viele Gegner. Okay, es klappt zumindest so. So, damit ist der mal weg. Okay, du bitte auch noch. Oh, verdammt. So. Come on, please. Das geht tatsächlich. So, damit solltest du tot sein. Und jetzt noch du. Verdammt. Beinahe. Yes, damit haben wir es geschafft. Oh Gott, okay, ich hätte beim ersten bleiben sollen. Das war jetzt der zweite Versuch, wo es geklappt hat. Dritte Versuch. Oder so. Auf jeden Fall besser als mit dem Duell. Goldes Item, yeah. Noch eine Herausforderung geschafft. Und aus was besteht das hier? Ganz viel goldenes Zeug, wer hätte es gedacht. Ja. Falls euch die Episode gefallen hat, immer liken. Falls ihr abonnieren. So, das war ein bisschen blöd. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Displays. Ciao, Leute. One Piece, Unlimited Wando, Reddo.